Liebe Freunde, wir heißen heute einen ganz besonderen Ehrengast willkommen auf der YouTube-Plattform. Hier, Monsieur Julia Beautics, die wirklich schon sehr lange dabei ist, aber noch nicht so viel Ahnung hat. Und deswegen erklären Kaya und ich, die ja schon wirklich Pioniere des Social Medias sind, ihr die Regeln von One Word Challenge. Das habe ich noch nie gespielt. Was ist das? One Word Challenge ist ein sehr, sehr faires Spiel, wo jeder immer ein Wort sagen muss und wir uns dann dadurch auch ganz viele Komplimente machen. Ah! Es gibt auch eine kleine Bestrafung. Das heißt, immer wenn jemand irgendwie kein Wort sagt, dann wird Thomas einen anspucken. Also ich hoffe, das ist okay für euch beide. Das letzte Mal war an Pinkeln. Insofern haben wir Glück gehabt. You can feel this is bullshit. We gonna fuck up the optics, drop it. Nobody around is gonna stop this. Flyer than the plane, yeah, this is my rocket. Full power mode, cause I'm sitting in the cockpit. Got the clocks in my pocket. Wir können ja eine kleine Warm-up-Runde machen, damit auch... Warum denn immer Warm-up-Runden? Das macht gar keinen Sinn. Ich würde euch jetzt immer eine Kategorie vorgeben, damit ihr nicht irgendeinen Scheiß sagt. Und in dieser Kategorie müsst ihr dann eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, was Julia bei ihrem... Oh ja, okay. Was denn? Ja, was? Was Julia bei ihrem letzten Urlaub in den USA wirklich erlebt hat. Wirklich erlebt hat? Ja. Also wirklich, wirklich erlebt hat oder was glaubhaft hätte sein können, wo sie... Nö, was sie da erlebt hat, ihr wisst das. Es war eine wilde Zeit. So viel kann ich sagen. Männer, genau. Und? Frauen. Und? Julia. Und? Warum mach ich da jetzt eigentlich so mit? Und, sagst du? Und, sag ich. Jetzt wird's eklig. Öl. Gehen. Wie gehen? Öl kann doch nicht gehen. Kann nicht gehen, Julia. Gehen nicht. Achso, doch. Zusammen. Und deswegen hat gehen. Julia einfach einen schönen Urlaub gehabt. Jetzt ist jetzt bei Männer und Frauen und Julia und Öl gehen. Hand? Es kann ja nur auf eine Art weitergehen. True. Gehen Hand. Nee. Gehen Hand, und aber... Hä? Was? Das ist jetzt kein Satz. Doch, der wird mega, der wird genial, der Satz, glaub mir. Okay, aber... Fuß? Hä? Ja, das macht gar keinen Sinn. Leute, ihr seid... Gehen Hand, aber was? Was soll man denn danach sagen, was ein Satz ergeben würde? Da komme ich nicht weiter bei Hand, aber Fuß. Aber du musst ein Wort sagen. Du, ich glaube, du musst einfach innen sagen. Ja. Innen. Anders. Ja, geht nicht anders. So, Männer und Frauen und Julia und Öl gehen Hand innen. Hand in Hand. Dann geht der eine so die ganze Zeit. Ja, stell dir das vor. Und dann ist es jetzt ein abgeschlossener Satz. Nee. Hand in Fuß. Und dann erst, wenn jemand Punkt sagt. Das ist ganz schlimm. Es sei denn, es ist kein Wort. Es sei denn. Es geht ja nur ein Wort. Aber. Leute, so funktioniert das doch nicht. Wir haben hier 5 Wörter. Und wir haben noch. Das macht keinen, ja gar keinen Zusammenhang. Sinn. Bis jetzt steht hier Männer und Frauen und Julia und Öl gehen Hand in Fuß. Es. Was ist das denn? Aber. Wir wollen aber wissen, was Julia erlebt hat in ihrem Urlaub. Aber. Wir müssen auch zusammenarbeiten. Wir müssen ein bisschen zusammenarbeiten. Okay, das war die Warm-up-Runde. Okay, das war die Warm-up-Runde. Ja. Jetzt aber nochmal. So, ich hätte gerne eine Märchengeschichte, in dem ihr drei die Hauptrolle spielt. Mhm. Okay. Königin. Ju. Das wollte ich nicht. Königin Ju. Sticht. Ritter. Kaya. Zum. Geburtstag. In. Seine. Arschritze? What the fuck, okay. Denkt dran, es ist ein Märchen. Ach ja. Für Erwachsene anscheinend. Du hast dich selber reingebracht, by the way, ne? Ja, das ist jetzt also... Naja, müssen wir ja auch. Ist die Aufgabe, ich fehl noch. Und? Mütter. Von? Julia. Julia? Die wollen sie alle irgendwann nicht mehr, dann kommt die nächste. Drücken. Von? Der? Mauer? Eine? Köchin? Auf? Kajas? Arschritze. Punkt! Boah, Julia hat sich richtig gut rausgedribbelt, aber weil Kaya sich selber reingebracht hat, zweimal. Dann hören wir uns doch mal an, was ihr drei... Für ein Märchen. Menschen für eine Märchenstory erzählt habt. Und zwar, es war einmal Königin Ju sticht Ritter Kaya zum Geburtstag in seine Arschritze. Und Mütter von Julia drücken von der Mauer eine Köchin auf Kayas Arschritze. Was ist denn das? Leute! Das ist eine gute Gelegenheit. Also ich finde, das bringt eigentlich schon die Vibes von so einem Märchenschloss gut voll rein. So eine Mauer, eine Köchin, Ritter, und König. Julias Mütter. Ist alles drin. Ja. Ja, ich wollte, dass es halt sinnvoll bleibt. Deswegen bin ich nochmal auf Arschritze. Oh. Ja, das war auch super. Okay, kleine Zwischenmoderation. Wir haben leider ein bisschen Zeitdruck, weil wir gleich noch einen Flieger bekommen müssen, weil wir drei in den Urlaub fliegen. Genau, alle zusammen. Geht nämlich nach Dubai.
Alter, Alter. Das war auf der Kamera, das war so viel Spaß. Boah, das gibt Zeitlupen, Alter. Okay. Ja, bitte. Oh, ich hasse euch. Das war eine neue Variante, ohne Scheiß. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, aber... Das war richtig hier so. Aber auch das Falscheste, lass mal nur sagen. Das war das Schlimmste, was wir hätte sagen können. Da kommt halt ein bisschen Spucke mit dann. Was soll ich machen? Ich habe mit Spucke gerechnet, aber nicht mit so viel. Einfach. Ich war gerade dabei, sie in meinem Mund zu... Dabbeln. Nein, egal, weiter, okay. Tut mir leid. Ich bin gesund Handtuch, übrigens. Thomas? Auf jeden Fall funktioniert der Pool wieder. Okay, das ist eine Vorlage. Das ist gemein. Das kann passieren, okay, das ist menschlich, Leute. Schämt euch nicht für eure Spucke. Außer es ist halt so viel. Mach's einfach nicht. Ich fühle mich Disco. So, einmal alle konzentrieren. Jo. Gehirnzellen wieder ordnen. Ich bin ein riesengroßer Horrorfilm-Fan. Deswegen hätte ich gerne eine Julias Spucke. Julias Spucke. Oh nee, komm! Jetzt kommt, jetzt kommt. Ich hätte gerne eine Horrorgeschichte, in der Julia der Killer ist. Alright. Ich weiß doch schon, wie sie tötet. Alle Opfer sind ersoffen. Oh Gott. Guck jetzt nur noch in die andere Richtung. Okay. Okay. So, Kaya fängt an. Eine Horrorgeschichte. Ja, in der Julia der Killer ist. In Thüringen lebt eine Prinzessin. Namens? Julia. Danke. Aber! Was? Für Geheimnisse sich bei ihren schönen. Kannst du mir den ganzen Satz nochmal geben? In Thüringen lebt eine Prinzessin namens Julia. Aber was für Geheimnisse sich bei ihren schönen 2023. Hm? Was? Wir haben 2023. Was heißt das? Ausdrucksweisen. Denkt gar nicht für einen Horrorfilm? Die. Böse. Ich weiß, ich versuch's irgendwie. Weil bei ihren schönen böse. Ausdrucksweisen. Die böse. Die böse Konsequenzen. Jetzt kommen wir Richtung Horror. Für. Die. Opfer. Ja. Kinder. Für die Opferkinder? Ja. Haben. Komma das? Hä? Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe gar nichts mehr. Persil. In Thüringen lebt eine Prinzessin namens Julia. Aber was für Geheimnisse sich bei ihren schönen Ausdrucksweisen die böse Konsequenzen für die Opfer Kinder haben, das... Ich verstehe immer noch nicht. Aber was für Konsequenzen? Für die Opferkinder haben... Okay, ich nehme was anderes. Für die Opferkinder haben... Die eingesperrt... Mhm. Und jetzt? Mit... Spucke... Eingesperrt mit Spucke. Versetzt. Gefoltert. Oh. Und. Einmassiert. Okay, ich wollte nicht sagen getötet. Punkt Werner. Getötet. Aber einmassiert, okay. Die Opferkinder werden einmassiert von Judas Spucke. Bis. Einmassiert. Bis. Nee. Kommt noch jemand anderes rein. Bis Montana Black. Alle. Kinder. Irgendein krasses Adjektiv brauchen wir jetzt, um mehr Horror reinzubringen. Boah, ja, das ist so kaputt schon. Monte, was? Ja, das warst du. Ja, weiß ich nicht. Soll ich mal vorlesen? Nimm dir Zeit. Schnell. Ja. Haben wir. In Thüringen lebt eine Prinzessin namens Julia. Aber was für Geheimnisse sich bei ihren schönen Ausdrucksweisen, die böse Konsequenzen für die Opferkinder haben, die eingesperrt und mit Spucke versetzt, gefoltert und einmassiert, bis Montana Black alle Kinder... ist. Also zwei S. Ist ja. Die essen. Hm? Ist. Und dann ist der Satz zu Ende. Ist, Punkt. Komma, Punkt. Nee, das ist ja kein Satz. Man braucht ja jetzt eigentlich kommt ja jetzt erst das Ende vom Satz. Also man bräuchte ja jetzt noch so ein Ist, Werden und dann, was dann passiert. Ach Julia, weißt du, manchmal das ist halt, macht also, doch keinen Spaß mit dir. Mann. Ja, aber ist doch, ich will doch nur einen guten Satz jetzt. Für Julia, weißt du, okay. So. Wenn der Satz zu Ende ist, ist auch das Spiel zu Ende. Mhm. Aha. Die Horrorgeschichte. Ja, Montana Black hat jetzt einfach alle gegessen und das war's. Ja, genau. Ja. Köstlich. Schmächtlich. Wir machen einfach eine Freestyle-Runde noch. Das Freestyle-Runde, okay. Okay. Ich fange jetzt einfach ganz neutral an. Julia. Liest. Gerne. Füße. So wie so ein Schamane, also eine Schamanin. Mhm. Sie kann ja so lesen in den Füßen, ja. Weil? Sie.
Organe aufbereitet für sich und Ju. Lia. Denn, also es muss ja, also muss ja irgendeinen Zusammenhang haben noch, ne? Hat sie jetzt schon nicht mehr. Denn du, Lia, liebt Türken. Türken nicht. Und jetzt kannst du jetzt machen ohne. Ohne das Türken Füße. Und? Ziehen. Für? Du? Nein! Ja. Nein! Nein, das darfst du jetzt nicht mehr! Nein, das ist vorbei. Für Ju? Oh, ich will da gar nicht drin sein in dieser komischen kinky Story hier. Für Ju, wenn ich es unsage, dann sagst du eh Kaya. Für Ju? Freundin? Geht das? Ja, ja. Kannst du mir den Satz nochmal sagen, wie es weitergeht? Bitte. Okay, also, Julia liest gerne Füße, weil sie Organe aufbereitet für sich und Julia. Denn Julia liebt Türken, nicht ohne dass Türken Füße und Zehen für Jus Freundin. Was ist das, Leute? Oh Gott. Hast du gemacht? Hat Eiseln gerochen? Mag das. Du kannst irgendeinen Namen jetzt sagen. Also soll ich jetzt deine Freundin benennen? Soll ich sie jetzt exposen? Du kannst sie einfach exposen, ja. Bella, sind wir mal nett. Für Jus Freundin Bella, sag noch mal den letzten Halbsatz. Die letzten 18 Worte nur. Nicht ohne das Türken. Also gute Freundin. Zehen für Jus Freundin Bella. Nochmal. Das ist kein Satz, Leute. Julia liest gerne Füße, weil sie Organe aufbereitet für sich und Julia. Denn Julia liebt Türken nicht ohne dass Türken Füße und Zehen für Jus Freundin Bella. Zehen für Jus Freundin Bella. Irgendwas oh, da ist unser irgendwas machen die, wir müssen los. Irgendwas machen die Türken mit den Füßen von deiner Freundin. Ja, was machen die? Die Zehen. Ja, die machen irgendwas mit den. Also sie liebt Türken nicht, ohne dass Türken was mit den Füßen und Zehen von Bella machen. Was? Kochen? Die kochen die Füße? Kochen, ja, die kochen die halt. Ja. So ein super Satz. Das ist so ein Fetisch. Hier nochmal vorgelesen wird. Vorgelesen. Ja, liest du ihn vor? Ja, schicken dir. Ich bin sehr gespannt auf dieses Meisterwerk. Was? Julia liest gerne Füße, weil sie Organe aufbereitet für sich und Julia. Denn Julia liebt Türken nicht, ohne dass Türken Füße und Zehen für Jus Freundin Bella kochen. An der Stelle war es auch mal wieder. Wir haben es geschafft, eine ganz kleine kurze Runde One-Word-Challenge mit Kaya, mit Julia. Beide natürlich verlinkt bei Facebook. Wenn habt ihr noch, ne? Ja, klar. Wir nehmen jetzt den Flieger und sind dann auch weit, weit weg. Es gibt wahrscheinlich so schöne Urlaubsfotos von uns dreien auf jeden Fall. At the beach und so, ihr wisst Bescheid, so, ne? Und an der Stelle wollte ich nur einmal ganz kurz sagen, finde ich nicht gut, dass du was gegen Türken hast. Unverschämt. Warum? Ist doch nicht schlimm, oder? Jetzt will ich nach Hause gehen. Könnt ihr... Ich liebe Türken.